Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Better Homes Karriere. Eine erfolgreiche Zeiteinteilung ist elementar für den Erfolg eines jeden Vertrieblers. Wie jeder gute Motor benötigt natürlich auch jeder Vertriebler Kraftstoff. Den hole ich mir jetzt in Form von Ferien auf den Malediven und wir sehen uns dort. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen auf der Insel Retiro. In der heutigen hektischen Geschäftswelt ist es nicht immer einfach, eine erfolgreiche Zeiteinteilung umzusetzen, um einerseits geschäftlich erfolgreich zu sein und andererseits auch seine privaten Ziele umsetzen zu können. Gerade die flexible Zeiteinteilung, ein großer Pluspunkt eigentlich im Vertrieb, kann oftmals unter der ständigen Erreichbarkeit ein riesen Nachteil werden und zu einem großen Albtraum mutieren. Ich mag mich noch gut erinnern, wo damals bei meinem Karrierestart meine damalige Führungskraft sagte, hey, diesen Job im Vertrieb machst du maximal 10 Jahre. Mittlerweile bin ich 27 Jahre im Vertrieb und ich plane natürlich auch die nächsten 20 Jahre. Also wie habe ich es geschafft, erfolgreich meine Zeit einzuteilen? Hier erzähle ich dir meine drei Erfolgsregeln. Erste Regel: Fokussiere deine Bemühungen auf Ergebnisse. Im Gegensatz zu einem normalen Angestellten arbeiten wir im Vertrieb meistens ja eben auf Provision und nicht auf Zeitlohn. Das hat zur Folge, dass du nicht einfach Zeit im Büro sinnlos verbrennen darfst, um Ende Monat Geld zu verdienen, sondern du bist quasi gezwungen, dich ganz klar auf deine Ergebnisse zu fokussieren, deine Zeit so einzusetzen, dass du wirklich auch nach vorne kommst. Wie kommst du im Vertrieb nach vorne? Natürlich mit Akquise, mit Kundengesprächen, mit der Rekrutierung neuer Mitarbeiter und natürlich auch mit dem Coaching der Ausbildung neuer Mitarbeiter. Also überleg dir sehr gut, wie du deine Zeit investierst und ob du deine Zeit wirklich zur Hauptsache, zu 80% auf Ergebnisse fokussierst. Zweite Regel: Nutze die Kraft von Zyklen. Gerade im Vertrieb gelten Zyklen wie ein Naturgesetz. Auf ein Jahr bezogen, gerade im Beruf des Immobilienmaklers, ist vor allem der Herbst bis hin zu der Weihnachtszeit, aber auch der Frühling eine der erfolgreichsten Jahreszeiten. Runtergebrochen auf einen Monat ist dann wiederum der Monatsendspurt, also die letzten 10 Tage, eminent wichtig. Und auf die Woche bezogen ist natürlich vor allem die zweite Wochenhälfte inklusive dem Samstag sehr wichtig für Besichtigungen. Wie gehe ich nun im Alltag damit um? Also wie gestalte ich einen einzelnen Tag? Ganz einfache Regel: Bis zum Mittag verliere ich Geld und ab dem Mittag bis zum Abend verdiene ich Geld. Was heißt das? Vormittags hat man meistens Zeit für sich selber, für die Morgenroutine, allenfalls für irgendwelche Besuche beim Arzt, beim Friseur, was auch immer. Und ab dem Mittag kann man sich dann voll fokussieren auf seine vertrieblichen Tätigkeiten. Dritte Regel: Sei egoistisch mit Auszeiten. Du kannst über den besten Motor verfügen und den besten Kraftstoff nutzen. Wenn du nicht Acht auf dich selber gibst, wird dir irgendwann mal die Puste ausgehen. Deswegen sei egoistisch, nutze deine Zeit auch für dich selber. Gerade der Beruf des Immobilienmaklers bietet die Möglichkeit der flexiblen Zeiteinteilung und die Chance, dass du diese drei Regeln für dich selber umsetzen kannst. Wenn du also mehr erfahren möchtest, besuch mal unverbindlich eine kostenlose Unternehmensvorstellung. Den Link siehst du unten eingeblendet. Ich freue mich auf dich.